gab es da Ängste? Wie war das denn vielleicht, kannst du anfangen als Gast? Ich antworte erstmal auf die erste Frage. Ja. Die davor steht, dass wir haben es im Zentrum aber auch richtig gut gemacht und wir haben wirklich kompakt gegen den Ball gespielt. Sehr sportlich. Ja. Und wir waren da auch nicht gerade wenig vorbereitet. Also auch wir haben uns, wir sind jetzt nicht über die Dörfer bis nach Stade gefahren, so wie Danny das gemacht hat, aber auch wir haben uns Spiele von Sasel angeguckt und wir wussten, was die Spielidee ist und was der Ansatz ist. Und das haben wir im Grunde die ganze Woche ins Training den Jungs einfach eingefärbt. Und ich glaube, dass man das heute auch, gesehen hat, dass wir im Zentrum auch relativ kompakt waren und auch sehr, sehr gut verschoben haben. Mhm. Ja, was das Thema Hygiene etc. anbelangt, haben wir natürlich, wir haben Besprechungen in Barmbek gemacht, aber auch oben nochmal kurz, ich habe es beide Male darauf hingewiesen, dass die Jungs natürlich darauf achten müssen, etc. Weitergabe von Wasserflaschen, die haben es dann selbstständig nummeriert, das Abklatschen etc. Aber du kannst es dann bei Emotionen etc., das hat man glaube ich auch beim 1-1 gesehen und auch bei dem Tor von Sasel, da denkst du dann in dem Moment nicht dran, wenn die Jungs aufeinander zulaufen. Aber natürlich ist das Thema, du kannst es nicht ausblenden und du darfst es auch nicht ausblenden. Mhm. Wie war es bei euch? Ja, wir haben ganz klar zum Trainingsstart haben wir alle zusammengetrommelt und haben auch gesagt, ganz laut darauf hingewiesen, auch wenn jemand ein Problem damit hat und da Ängste hat, dass er da was sagen soll. Mhm. Das war nicht der Fall. Also unsere Jungs sind da natürlich auch gebrieft, wie wir das hier handhaben wollten. Und wir haben natürlich auch ein, zwei Leute, die dann in der Zeit mal so ein bisschen Schnupfen hatten, die sind auch gleich zu Hause geblieben. Das war eine klare Ansage. Somit haben wir in der Mannschaft keine Probleme gekriegt. Und ja, für heute wussten wir natürlich, was auf uns zukommt, weil Rainer, Sören, Nick Wolters und so, wir haben viele Leute hier, ja, wir haben ja nicht viel Vorbereitungszeit bekommen, extrem viel ehrenamtlich gearbeitet haben und auch ihren Job vernachlässigt haben, weil sie die letzten Tage hier ab 12 Uhr vormittags hier waren an der Anlage und alles vorbereitet haben. Und es wäre ein Skandal gewesen, hätten wir diese Verantwortung mit Füßen getreten. Deswegen wussten unsere Jungs Bescheid, wie sie sich hier zu verhalten haben. Und das ist immer noch bei Begrüßungen, Verabschiedungen, das Drumherum, auch die Kabinen aufgeteilt, immer mit Platz dazwischen. Weil wir haben das große Glück gehabt, dass wir ein paar Zuschauer haben durften, nicht viele, aber ein paar. Und gerade denen muss man natürlich dann auch signalisieren, dass wir das hier auch ernst nehmen. Und unter dieser Verantwortung sind, glaube ich, beide Mannschaften heute gerecht geworden. Mhm. Und ja, deswegen wünsche ich mir, dass das vielleicht nicht 34 Spiele in der Oberliga oder in dem Fall vielleicht 36 Spiele in der Oberliga so der Fall ist, dass wir da irgendwie bald eine Lösung natürlich kriegen. Mhm. Aber solange das nötig ist, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und wenn das so ein hoher Aufwand ist, dann muss man sich da mal irgendwann die Köpfe zusammenstecken, wie man das dann in der Saison gestalten kann. Aber für uns alle war es natürlich geil, und dass wir überhaupt Fussi spielen durften, da war eine gewisse Euphorie. Und das haben uns hier ein paar Leute ermöglicht, die 14 Tage richtig Gas gegeben haben, und denen sind wir sehr dankbar. Da würde ich dann noch meine Abschlussfrage stellen an Herrn Hagel. Sie waren ja einer der Leiter sozusagen als Orga-Team. Können Sie für den TSV Sasel nochmal, weil das Spiel galt ja in Hamburg jetzt auch als sozusagen als Modellfall von dem Ablauf, weil wir wissen ja alle, wie die Situation ist, dass wir uns alle wieder wünschen, wie Dani schon sagte, dass wieder Fußball gespielt werden kann. Können Sie von dem Ablauf heute für den TSV Sasel mal ein Fazit ziehen? Also was das angeht, wie fanden Sie das? Also ich fand es sehr gut. Wie gesagt, wir waren ein Vierer-Team von der Auge her und wir haben uns seit 14 Tagen mit diesem Spiel beschäftigt, wie wir das über die Bühne bringen können. Und gefühlt haben wir da 300 Arbeitsstunden reingestellt. Und das ist für einen normalen Punktspielbetrieb einfach nicht möglich. Und bin aber trotzdem froh, dass das alles so gut vonstatten gegangen ist. Und ich habe an sich auch von dritter Stelle im Moment auch noch nichts gehört, dass da irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist. Von daher bin ich top zufrieden, waren natürlich mehr Saseler Fans da, aber der TSV Sasel wollte sich auf der einen Seite natürlich auch bedanken bei seinen ganzen Mannschaften und so weiter und so fort, dass diese schwere Corona-Zeit, die wir ja alle hatten, dass die Solidarität da war. Und deswegen war auch dieser Sieg super wichtig, auch ein Zeichen von der Ligamannschaft in den Verein hinein, dass es weitergeht. Ob es jetzt ein Zeichen war, dass es für Hamburg gilt, weiß ich nicht. Dankeschön. Ja, dann würde ich noch sagen, beenden wir das. Also, ja, aber ganz kurz vielleicht noch, Dani hat es eben angesprochen, Sie dürfen jetzt weiter trainieren, ihr macht jetzt erstmal wieder Pause. Wie geht denn das? Nee. Also Pause im Sinne von diesem Training. Wir machen Pause im Pokal erstmal, ja. Wir werden natürlich weiter trainieren. Also ich kann jetzt nicht nach zwei Wochen Vorbereitung, die natürlich diesem Spiel galt, 2,5 Wochen,
jetzt wieder auf Null fahren, auch wenn sich das, glaube ich, der eine oder andere wünscht. Denn ich glaube, wenn der, wenn ich die Worte vom Verbandstag irgendwie richtig im Kopf habe, haben sie, glaube ich, mit 2 Wochen Vorlaufzeit. Und ich traue das im Hamburger Fußballverband durchaus zu, dass man am 21.08. sagt, am 4.09. geht's los. Mhm. Und wenn ich dann jetzt den Jungs Pause gebe, dann... Nee, auch. Mit Pause meinte ich nur, ihr habt Pause in dem Sinne, dass ihr volle Mannschaftsstärke trainieren könnt, wie alle anderen. Genau, also ich habe das die Jungs gerade schon gesagt, dass es dann ab morgen dann wieder heißt 5 gegen 5. Heute dürfen wir das, glaube ich, noch. Heute dürfen wir noch 11 gegen 11, aber ab morgen geht es dann nicht mehr. Ist natürlich schwierig. Also wir testen jetzt auch in den nächsten Wochen, in den Wochenenden natürlich, damit die Jungs auch irgendwo in den Rhythmus kommen. Das ist, ich war überrascht, dass heute so ein Rhythmus drin ist. Die beiden Testspiele, da können wir jetzt ganz offen drüber sprechen. Die beiden Testspiele, die wir letztes Wochenende, ich sag mal, da vollzogen haben, das war eher ein kleiner Schritt zurück, aber man muss auch ein bisschen relativieren nach so langer Pause. Aber es ist natürlich jetzt eine kleine Umstellung. Klar, dass du wieder in Fünfergruppen oder beziehungsweise in Fünferteams gegeneinander spielen darfst. Aber das lässt sich auch alles regeln, von daher alles gut. Wie gehen die damit um? Dass sie jetzt formal trainieren konnten und jetzt. Freuen sich natürlich. Ja, die freuen sich natürlich. Ich meine, du hörst doch jubeln wahrscheinlich oben. Nee, ja gut, ist natürlich klar, dass die Jungs nicht freut. Also, aber was sollen wir jetzt machen? Wir können es ja nicht, ändern. So. Wir müssen es so annehmen. Bis dann irgendwann das Go vom Verband kommt oder vielleicht die ersten 10 Tage nach den Sommerferien, vielleicht haben wir dann relativ niedrige Infektionszahlen, dann kann man hoffentlich auch vernünftig, in Anführungsstrichen, im Trainingsalltag wieder unterwegs sein. Okay, danke. Jo. Dann würde ich sagen, eine schöne Feier.